Hallo, in diesem Video geht es um verschachtelte Wenn-Funktionen. Eine einfache Wenn-Funktion ist so aufgebaut, dass wir erst eine Überprüfung haben und diese Überprüfung gibt zwei Werte heraus, entweder den Dann-Wert oder den Sonst-Wert. Wenn wir mehr als zwei Werte ausgegeben haben möchten, dann bräuchten wir eine verschachtelte Wenn-Funktion. Ich möchte Ihnen das einfach mal anhand dieses Beispiels erklären. Ich habe hier den Mitarbeiter Heinz Müller. Der Mitarbeiter Heinz Müller hat 450.000 Euro Umsatz gemacht. Wenn der Mitarbeiter mehr als 600.000 Euro Umsatz gemacht hat, soll er 4% Bonus kriegen. Wenn der Umsatz ab 400.000 Euro ist, dann soll er 2% Bonus kriegen und unter 400.000 soll der Bonus 0% betragen. Und das will ich jetzt einfach mal in eine Wenn-Funktion eingeben. Ich klicke hier die Zelle Bonus an. Hier soll mein Ergebnis stehen. Gehe dann auf Funktion einfügen. Suche mir hier die Wenn-Funktion raus und sage OK. Wir fangen mit der ersten Überprüfung an. Ich sage, wenn die Zelle C3, wo der Umsatz von Herrn Müller steht, größer gleich 600.000 ist, dann soll er mir 4% ausgeben. Sonst, und jetzt habe ich noch zwei Möglichkeiten offen, und das kriege ich nicht in der Sonstwert untergebracht. Deswegen muss ich mir jetzt nochmal eine neue Wenn-Funktion holen. Kann ich hier auf diese Zelle klicken, fange wieder mit Wenn an. Wenn der Umsatz von Herrn Müller größer gleich als 400.000 ist, dann soll er mir 2% ausgeben, sonst 0%. Und ich kann hier unten schon das Ergebnis mir anschauen. 2% ist richtig. Klicke auf OK. Wir sehen 2%. Ich kann das jetzt einfach mal die Summe hier bei Umsatz ändern. Ich mache mal 650.000 und dann sollte er mir 4% ausgeben. So kann man immer überprüfen, ob die Wenn-Funktion auch richtig arbeitet. Und jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Unter 400.000, also 350.000, dann sollte eben hier 0% anzeigen. Also Sie sehen, die Wenn-Funktion arbeitet richtig. Das war's zum Thema verschachtelte Wenn-Funktionen.